Neuer Tag, neuer Trail. Yes. Heute gab es schon Pfannkuchen bei uns, deswegen sind wir wieder mitten in der Hitze unterwegs. Jetzt ist es 10 und es geht rauf auf den Utschka. Das wäre zumindest mal der Plan. Höchstes Gebirge hier um Opatia rum. Und so ungefähr 1500 Höhenmeter haben wir vor uns. Pralle Sonne, Teerstraße, wird also vermutlich heiß. Ja, ich hoffe, wir hüpfen danach noch ins Meer. Ich habe einen Wassermann an meiner Seite, der allerdings äußerst wasserscheu ist. Kann man nichts machen. Mal schauen, ob ich ihn heute heiß genug bekomme. Übrigens warte ich mein Bike jetzt nicht mehr selbst. Okay, habe ich noch nie gemacht. Aber jetzt wird's mal gewartet. Und los geht's! Aber erst brauchen wir noch irgendwo ein Semmelchen für die Salami. Das ist halt mega. Hier die Küstenstraße ist zwar natürlich die Hauptstraße, aber die Aussicht ist geil. Und es ist gar nicht so viel los. Ah, im Hintergrund Autos, eh klar. Aber eigentlich wollte ich sagen, im Hintergrund das Meer. Und das ist schon sehr geil. Kleine Pause. Und schon wieder geilen Blick übers Meer. Der steht aber im Schatten, weil es sonst einfach ganz schön heiß ist. Das war gar keine Absicht, aber hier ist genau ein Supermarkt. Und, tja, eine gesunde Jausen sozusagen. Mit vollem Mund spricht sich so ein bisschen komisch, nicht, Petra? Wir haben keine Zeit, wir müssen radeln. Geilomal. Und schon ist er weg. Frechheit. Und wieder. Geiler Blick übers Meer. Das ist schon Hammer. Und heute haben wir schon festgestellt, es ist lustigerweise weniger los als gestern, obwohl die Straße gestern einspurig war. Heute ist es etwas gemütlicher als sonst. Jetzt hocken wir schon beim Kaffeeschall. Aber keine Sorge, wenn nicht der totale Wintereinbruch kommt, dann werden wir auf jeden Fall noch umlanden. Jetzt kann man sagen, was man will, aber mit dem Kaffee hatten wir einen guten Riecher. Wenn ihr uns regnet. Dem großen Regen sind wir erstmal entkommen. Jetzt hat es ein bisschen abgekühlt. Ist super fein. Und wer hatte die Idee? Ich. Gute Petra, wollte sie wieder eine Pause machen. Oh, Wahnsinn. Voll verweichlicht geworden. Stimmt. Verdammt, falsche Frage. Ich hatte die Idee doch nicht. Schaut mal, das ist natürlich nicht cool, aber in Summe wieder krass zu sehen. Sowas huscht hier manchmal vor uns über die Straße oder auch über den Trail. Alles schon wieder getrocknet. Krass, wie schnell das hier geht bei der Hitze. Und noch 3 Kilometer, hier zumindest auf dem Schild da vorne, dann sind wir oben. Hast du so am Utschka. Arme auch. Ja, boah. Und das als Steinbock. Man möchte es kaum glauben. Geile Kurve hier, aber der Himmel vermischt sich jetzt so ein bisschen mit dem Meer, weil es schon wieder leicht regnet. Ganz schön gemein. Die Wolke verfolgt uns. Die Wolke verfolgt uns, ja. Naja, zumindest ist es da nicht so heiß, aber ich hoffe, der Trail wird nicht allzu nass. Mega. Jetzt haben wir es bald geschafft. Da geht's rauf und das ist unser Blick. Es sieht ja so aus, dass ich immer brav auf ihn warte und dann fährt er mir davon. Ach ja. Aber wir sind gut oben angekommen. Das ist die Hauptsache. Aussicht hier oben ist echt geil. Ja, ist doch so. Gar nicht wahr. Das ist der Blick in die andere Richtung. Ja, leider ist es leicht trüb. Die weiße Kuppel, die sieht man auch von gefühlt überall. Ja. Sieht man die, Spatze? Ja, die Boah. Sieht man. Weiße Kuppel. Ja, ja, Wahnsinn. Und geduft hat er auch, sag ich her. Was? Wo? Was? Was? Ach so. Wo? Das hast du mir gekauft. Ja. Auf Gott. Bestellung. Das kommt nicht hier rein. Ja, das ist schon ein cooler Aussichtsturm hier. Und ich dachte, wir schaffen es, dass wir bei geilem Kontrast oben sind. Aber irgendwie sind wir das nicht gegönnt. Naja, mal sehen, wie das dann nachher am PC so ausschaut. Yeah!
Da haben wir noch ein paar Aufnahmen gemacht, um ein gutes Titelbild zu erhaschen und dann kurz die Drohne fliegen gelassen. Eine Sequenz davon habt ihr schon beim Intro gesehen und hier hätte sie ringsrum fliegen sollen, hat aber dann auf der Hälfte den Flug abgebrochen. Egal, ein bisschen einen Eindruck kriegt ihr schon. Da oben ist schon wirklich immer super eindrucksvoll, nur das Wetter, irgendwie hatte ich da nie so richtig Glück. Bisher war es immer ein bisschen wolkig, aber was soll's, Hauptsache man hat es geschafft. Und da muss man wieder ein paar Meter über die Straße runterfahren, bevor es dann in einen schier endlosen Trail geht. Der ist wirklich ewig lang und richtig schön, aber gar nicht ganz so einfach. Also auch hier ein bisschen fahren sollte man schon können. Irgendwas zwischen S2 und S3 würde ich sagen. Und natürlich deutlich leichter, wenn der trocken ist, weil die Steine sonst auch wieder relativ speckig sind, vergleichbar mit den Gardasee-Trails. Bei uns war es, obwohl es ja gewittert hatte, relativ trocken, also hat sich super fahren lassen. Da haben wir echt Glück gehabt, dadurch, dass es nicht so viel geregnet hat und doch sehr warm war. War wirklich super gut und so konnten wir so gut wie alles fahren. Macht natürlich schon deutlich mehr Spaß, als wenn es eine kleine Rutschpartie ist. Und einer hat mal geschrieben, wir sollen doch nicht so tun, als ob immer alles gut läuft. Nein, wir hatten tatsächlich keinen Platten diesen Urlaub, also auch diese Abfahrt, keinen Platten. Sowas schneiden wir eigentlich nicht raus, nur wenn wir mal gar keinen Nerv mehr haben. Vielleicht kann ich die Kamera halt nicht anschalten. Aber im Großen und Ganzen blende ich Platten fast immer ein, weil die sind zwar für uns in dem Moment ärgerlich, aber für euch da draußen sicher immer ganz witzig mitzuverfolgen, weil da wird sich dann natürlich so richtig was. Und hier seht ihr es, ja, also an sich wäre die Strecke schon recht felsig, also plattenträchtig. Aber man darf ja nicht vergessen, wir sind mit den Enduros unterwegs, haben da echt fette Schlappen, also dicke Mäntel drauf. Da schlägt so schnell nichts durch, da gehört schon echt viel Pech dazu, wenn man dann mal einen Platten fährt. Und weil auch schon oft gefragt wurde, hinten fahren wir mit etwa 2 bis sogar 2,5 Bar Luftdruck, vorne mit deutlich weniger, wir fahren ja sehr breite Reifen. Ich fahre 2,8, die anderen fahren glaube ich so 2,6, also so an der Grenze zwischen Normal- und Plusreifen, 27,5 übrigens, um das auch noch dazu zu sagen. Und vorne Luftdruck um die 1 Bar, 1,2 Bar, also wirklich wenig und hinten eben mit 2 bis 2,5 Bar deutlich mehr. Am Utschka ist auch, dass man immer wieder Straßen schneidet, also man könnte auch weiter unten einsteigen oder wenn man dann mal keinen Bock mehr hat oder keine Zeit mehr, weil man sich verkalkuliert hat, kann man jederzeit wieder auf die Straße wechseln und das gibt einem unendlich viele Möglichkeiten und deswegen ist diese Region auch wirklich super spaßig zum Biken. Uns haben jetzt auch schon einige geschrieben, dass sie August in den Urlaub fahren werden. Falls ihr das seht, dann schreibt uns doch mal danach, wie das so war. Wir waren nämlich bisher immer nur im Frühling dort und dann blüht alles so richtig schön. Es ist schon so ein bisschen eingewachsen, aber noch nicht so sehr. Und ich wäre echt neugierig, wie das dann im Hochsommer ist, ob dann alles zugewachsen ist oder ob das trotzdem mega gut zum Fahren geht. Ja, also falls jemand Erfahrung hat oder eben auch ihr, die jetzt dann hinfahrt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie das so ist. Oh.
aber. Wieder richtig viele Möglichkeiten an Trails, die man noch fahren kann. Wir sind hier ziemlich im Dickicht gelandet. Ich verlinke euch mal den Track, für den wir ihn gefahren sind. Allerdings den untersten Trail, den kann man nur schwer empfehlen. Der war ca. 200 Höhenmeter lang, wirklich sehr eingewachsen. Da konnte man kaum was fahren. Das war eher Überlebenstraining. Und erst ganz unten raus hat es dann wieder richtig Spaß gemacht. Von dem her würde ich ab da, wo man auf die Straße kommt, eher den Trail nach Mosnitscher Draga empfehlen.
also den, wo wir auch schon gemacht haben, allerdings nicht vom Gipfel aus, aber man kann da jederzeit wieder rüberschneiden. Das ist jetzt schon der untere Teil, der zwar wieder Spaß macht, aber dazwischen war echt alles zugewachsen und eben nicht empfehlenswert. Schwimme die zweite. Jetzt weiß ich ja leider schon, dass ich mehr Chance habe. Vorher mache ich noch bessere Dinge. Aber hilft ja alles nichts. Ja. Es geht vorher zu den Bojen, oder? Müssen wir auch gleich wieder? Oder nee, nur vor? Nur vor. Na gut. Die Plätze. Fertig. Los! Gleich mal mit dir kommen. Ja. Nico hat gewonnen. Aber das Wer hat gewonnen? Nico hat gewonnen. Schon wieder. Ja, falls man es vorher nicht gehört hat. Nico hat gewonnen. Und wer war im Schwimmverein? Ich war im Schwimmverein. Wir sind gerade am Weg zum Essen. Wir hatten gerade ein Wettschwimmen und jetzt freut er sich, dass er gewonnen hat. Ja, Nico, war wichtig jetzt nochmal zu erwähnen, dass er tatsächlich gewonnen hat. Dementsprechend muss ich ihn jetzt zum Essen einladen. Und Siegerpizza. Siegerpizza. Aber Petra hat erzählt, dass sie im Schwimmverein war und ich nicht. In welchem Schwimmverein warst du denn? Ich war ewig lang im Schwimmverein. Seit Pasing bei mir halt, da wo ich herkomme. Ganz schön verkackt, würde ich sagen. Ja, ja. Guten Appetit. Es gibt auch gemeine Gewinner, nicht nur schlechte Verlierer, möchte ich dazu sagen.